Wasserkühlung Praxis Teil 2 Behälter bauen. Nach dem Verkleben des Grundkörpers werden die inneren Klebekanten mit einem zusätzlichen Streifen Klebstoff abgedichtet. Sollten irgendwelche Undichtigkeiten in der eigentlichen Klebenaht vorhanden sein, verhindern diese zusätzlichen Streifen das Austreten von Wasser. Nach dem Abtrocknen. Man sollte dem Kleber nach jedem Arbeitsschritt 30 Minuten Zeit zum Durchhärten lassen, wird der Boden aufgeklebt. Auch hier werden die innenliegenden Kanten mit einem Streifen Klebstoff zusätzlich abgedichtet. Sobald der Klebstoff ausgehärtet ist, müssen jetzt die Löcher für die Fittings gebohrt werden. Für das in Wasserkühlung übliche G1/4-Gewinde ist ein Kernloch mit 11,8 mm Durchmesser vorgeschrieben, zur Not tut es aber auch eines mit 12 mm Durchmesser. Wer einen Bohrer dieser Größe kauft, sollte das Originalmaß bevorzugen. In der Regel benötigt man zwei Anschlüsse, einen Zu- und einen Abfluss. Der Zufluss sollte möglichst weit oben, der Abfluss vorzugsweise am Boden des Ausgleichsbehälters liegen. Je weiter oben der Zufluss liegt, desto besser vermischt sich das eingeleitete Wärmewasser mit dem kühleren im Behälter. Der unten liegende Abfluss garantiert, dass die Pumpe auch bei relativ niedrigem Pegel im System nicht trocken läuft, was manche Pumpentypen irreparabel beschädigen kann. Sind alle Bohr- und Gewindeschneidarbeiten erledigt, sollte man die noch offene Box gründlich mit Wasser ausspülen, um kleine Bohrspäne und Staub aus dem Behälter zu entfernen. Zum Befüllen kann man den Behälter kippen und das Wasser über den Zufluss einfüllen, zum Beispiel mit einem Schlauch und Trichter, oder eine weitere Bohrung am Deckel vorsehen. In meiner Box ist eine Bohrung mit M6-Gewinde, durch die Röhrchen handelsüblicher Spritzflaschen passen. Nach dem gewissenhaften Reinigen wird zu guter Letzt der Deckel aufgeklebt.